Jetzt geht's wieder an die frische Luft. Bevor die Freiluftsaison der Läufer so richtig losgeht, hat es gestern schon mal einen ersten Formcheck gegeben. In Köflach in der Steiermark haben die österreichischen Meisterschaften im Crosslauf stattgefunden. Rund 450 Läufer waren in den verschiedenen Klassen am Start. In der malerischen Kulisse der Lipizzaner Heimat heißt es für Österreichs Spitzenläufer Farbe bekennen. Denn am Start stehen sowohl Mittelstrecken- wie auch Marathonläufer, die diesen Crosslauf als Vorbereitung für die Sommersaison mitnehmen. In der Eliteklasse der Männer geht es zunächst über 3400 Meter, das heißt vier Runden mit kurzen, aber kräfteraubenden Anstiegen. Gleich zu Beginn setzen sich die Favoriten, Titelverteidiger Christian Steinhammer und Hans-Peter Innerhofer, Vizestaatsmeister über die 10.000 Meter, vom Rest des Feldes ab. Ab der Hälfte der Distanz kann sich dann Steinhammer, Hallenstaatsmeister über die 3.000 Meter, wenige Meter absetzen und setzt sich knapp vor Innerhofer, der die U23-Wertung gewinnt, und Jürgen Eigner durch. Es ist nie einfach. Also die anderen Burschen haben auch was drauf. Die Crossstrecken ist schwer und da hat man keinen Meter zum Ausruhen, da muss man permanent arbeiten und das schaut dann einfach nie leicht aus. Ja, ich war gut eingeteilt. Vom Startwerk habe ich schon voll aufs Tempo gedrückt. Und dann, weil ich bin ein Langstreckenläufer, mir ist die Strecke zu kurz. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich beim Startwerk schon Gas geben und zum Schluss war es dann knapp. Bei den Damen diktieren von Beginn an Nada Inner Power vom SVS Leichtathletik und Lena Milonik, die für den ULC Riverside Mödling läuft. Tochter von Lauflegende Dietmar Milonik, das Rennen. In der vierten von fünf Runden kann sich Power lösen und läuft einem ungefährdeten Sieg entgegen. Sie gewinnt in 17 Minuten und 13,8 Sekunden nach 5100 Metern, 11 Sekunden vor Milonik und 37 Sekunden vor Sandrina Illes vom LV Maaswiese. Ja, ganz überlegen was nicht. Meine liebe Trainingspartnerin, die Lena, ist mir bis Runde 3 schön gefolgt. Ich wusste, dass sie das kann, weil wir gemeinsam trainieren. Aber dann wusste ich doch, dass ich schon am Schluss mehr zusetzen kann. Und ja, es war schön. Ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Nach der Hälfte, die Strecke hat schon in sich, überhaupt der Anstieg dann noch. Und ja, da habe ich es ziehen lassen müssen, weil sie einfach stärker war, was mir eigentlich von Anfang an bewusst war. Krönender Höhepunkt der Crosslauf-Staatsmeisterschaften in Köflach-Biber ist das Herren-Langstreckenrennen über 9.950 Meter. Wie schon über die 3.400 Meter spielt Christian Steinhammer seine Klasse aus. Er setzt sich an die Spitze des Feldes und bereits in der dritten von acht Runden kann er sich von seinen Gegnern absetzen. Auf Platz 2 liegt Lukas Inn, U20-EM-Finalist über 3.000 Meter Hindernis vor Hans-Peter Innerhofer und Andri Seid. Während Steinhammer sein Tempo verschärfen kann, fällt Innerhofer Runde für Runde weiter zurück. Letztlich setzt sich Steinhammer nach 32 Minuten und 35 Sekunden, 24,9 Sekunden vor Sinn, durch. Im Zielsprint sichert sich Andri Seid knapp vor Simon Lechleitner die Bronzemedaille. Es ist schon was Besonderes, also bedeutet mir schon ein bisschen was, wobei ich schon sagen muss, die ganz großen Konkurrenten waren leider heute nicht da. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir es trotzdem nicht einfach gemacht, bin ein gutes Tempo gelaufen und bin froh, dass ich beide mal gewinnen habe können. Es hat sich relativ früh entschieden, schon bei der zweiten großen Runde. Und dann habe ich geschaut, dass ich die auf Distanz halte. Es hat passt. Zumindest die Sieger wissen nach den Crosslauf-Staatsmeisterschaften, dass sie gut gerüstet in die Freiluftsaison gehen können. Für einige andere ist noch Luft nach oben.